Ja, vielleicht ist es interessant. Wir hatten vor einiger Zeit den Stefan Gründel hier vom Sozialen Volkspark. Ich glaube, ihr kennt ihn persönlich, oder? Ja. Und in der Predigt erwähnte er eine Geschichte von einem Ehepaar, die in Australien zum Glauben gekommen sind, und erzählte uns so ein bisschen die Geschichte, wie sie einen Christen getroffen hatten und dann plötzlich Jesus gefunden hatten oder die Christen kennengelernt hatten in Australien. Und das sind hier Kampfholz. Ja, deswegen ist es ganz spannend. Wir haben uns, ich weiß nicht, ob wir uns vorher schon mal begegnet sind, aber nie so richtig persönlich mal in Neumünster, glaube ich, habe ich einen Vortrag von euch mal gehört auf einer Tagung. Dann kann man neu dadurch kann man wieder neu auf euch zusprechen, und ich habe mal geguckt und fand das sehr interessant, jetzt auch diese Verbindung, was er jetzt heute uns sagen möchte. Möchtet ihr noch was zu euch sagen oder dann ergänzen? Ja. Vielleicht dann, sofern es ist sehr speziell, dass wir als Ehepaar auftreten. Ich verkündige wohl am meisten das Wort Gottes, und die hilft immer aus, dass dann Beispiele erzählt werden. Ihr werdet es hören, meine Stimme ist etwas komisch, ich bin Holländer, deswegen diesen komischen Akzent. Meine Frau kommt aus Norddeutschland und sie bessert das auf, das finden sie nicht gut, dass ich das sage, aber es ist wirklich so, weil sie eine sehr feine hochdeutsche Aussprache hat. Ihr werdet das gleich noch hören. Wenn es nicht verständlich ist, dann bitte meldet euch, weil manchmal habe ich den Impuls, zu schnell zu sprechen, und dann stolper ich über meine Worte. Ich bin eigentlich nicht so begabt zum Sprechen. Ich bin Sohn eines Landwirts. Bei uns gab es nicht viel Rede. Ist das eigentlich bei dem Herrn anders geworden, dass ich jetzt hier stehe und so Vorträge halte? Das ist komplett gegen meine natürliche Gabe. Wenn schon was rüberkommt, dann ist es wirklich Gott gegeben, und so betrachte ich das auch. Ich bin sehr dankbar drum, bei euch hier sein zu können. Noch eine kurze Frage: Wie wird euer Name jetzt richtig ausgesprochen? Da bin ich immer drüber gestolpert. Tut mir leid. Ja, genau. Das ist auch schwierig. Diesen Klang gibt es nicht. Also Martin. Ist das leichter? Kamphaus. Kamphaus. Martin. Gut. Dann übergebe ich euch. Ich kann aus, ne? So, ich nehme das in der Hand, kann ich es ein bisschen steuern, und ich übergebe dann die Elke, wenn sie dran ist. Weltherrschaft, eine neue Weltordnung, es ist ein sehr spannendes Thema für uns auch. Ich bin früher Buddhist gewesen, Elke war Esoterikerin, und wir haben, nachdem wir vor vielen Jahren zum Glauben an Jesus Christus tatsächlich in Australien gekommen sind, angefangen zu vergleichen. Buddhismus, Christentum, Esoterik, Christentum, und haben dann immer mehr Unterschiede festgestellt und auch versucht, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Wenn wir dann schon von Esoterik oder von New Age sprechen, dann sprechen wir von einer Bewegung, die nicht eine klare Lehre hat, wie ein Lehrbuch oder eine Bibel oder sowas ähnliches. Und man muss dann zwischen den Zeilen die Ziele herausfinden. Und wenn man die Ziele kennt, dann kennt man den Geist dahinter. Und es ist uns sehr wichtig, diese rüberzubringen. Das haben wir viele Jahre gemacht. Und dann haben wir festgestellt, oh wei, jetzt wird das, was bis vor kurzem hauptsächlich spirituell war, politisch. Und deswegen ist das Thema Weltherrschaft und neue Weltordnung tatsächlich ein Thema, was sowohl das Spirituelle als das Politische anspricht, und da werden wir darauf zu sprechen kommen. Erstmal von der Bibel her, die Ausrichtung ist ja klar, wenn die Bibel von Weltherrschaft spricht, finden wir das in Offenbarung Kapitel 13 schon angedeutet, ab Vers 5, und es wurde ihm, den Antichristen, Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es wurde ihm gegeben,
mit dem Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Wow, das ist Weltherrschaft. Nun, das ist eben ein biblischer Beleg dafür, dass die Bibel ja, das beschreibt. Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens. Okay, dann gibt es offensichtlich dann doch ein paar Ausnahmen, nämlich Menschen, dessen Namen geschrieben stehen in dem Buch des Lebens Gottes. Dann finden wir über diesen Menschen, diesen Antichristen, verschiedene Formulierungen. Ich möchte sie kurz vorher erwähnen. Und dann steigen wir ein zu dem Thema. 2. Thessaloniker 2, ab Vers 3, zweiter Teil. Der Macht, der Mensch der Gesetzlosigkeit muss offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Vers 4, der widersetzt sich über und überhebt sich über alles, was Gott heißt. Johannes sagt, es Johannes 2, 22, der ist der Antichrist. Johannes ist der Einzige, der diese Benennung Antichrist gibt. Der den Vater und den Sohn leugnet. Oder es Johannes 2, 18, in der letzten Stunde kommt der Antichrist. So sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Also es wird alles vorgeschattet in viele, aber es spitzt sich zu in einem. Dann 2. Thessaloniker 2, 7, zurück zu dem Brief, diesem Kapitel, wo die Endzeit konkret beschrieben steht. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und das ist eine wirksame Kraft. Das wirksam sein im Griechischen ist eigentlich das Wort Energie, Energeia, also und da ist das etwas, was wirksam, was spürbar ist. Nun, wir haben ein Buch geschrieben, das haben wir auch auf dem Büchertisch hier, Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters. Das Buch ist schon 11 Jahre alt, aber es beschreibt noch immer sehr aktuell die Ziele des New Age. Und wir haben diesen Vers 2. Thessaloniker 2, Vers 11, diesem Buch zugrunde gelegt. Da heißt es, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Ich werde am Ende darauf zu sprechen kommen, was damit gemeint sein können. Denn das ist ganz zentral. Aber diese Aussage, dass Gott es sendet und eine wirksame Kraft des Sendens, bedeutet, dass das im Laufe der Zeit immer wieder oder fortwährend in unterschiedlichen Formen geschieht. Aber auch das spitzt sich zu in einem Ende, wo dann wirklich der Antichrist ist, wo dann alle Mächte, alle Kräfte zusammengebündelt werden. Nun, wir haben diesen Vers ja schon heute Nachmittag gehört, Matthäus 16, Vers 2 und 3, da geht es darum, dass Jesus andeutet, wir sollten doch die Zeichen der Zeit beurteilen können. Und diese Zeichen der Zeit stehen auf einem neuen Zeitalter, haben wir heute Morgen gehört. Zeitalter, man kann es auch Corona-Zeitalter nennen, wie es von vielen noch wichtigen Menschen benannt wird. Und so müssen wir dann schon in die Politik hereinschauen und schauen wir mal, nach der Rede von Frau Merkel am 26. Januar bei dem Welt Economic Forum, Weltwirtschaftsforum, dieses Forum wurde dieses Jahr wegen aller Maßnahmen online geführt, aber dieser Vortrag ist einfach noch zugänglich und man kann ihn nachlesen. Also direkt zitiert von ihr. Heute sagte sie zu Anfang der Rede, vor einem Jahr war noch nicht allen klar, dass wir in einer Pandemie leben werden. In Klammern, also war es ihr schon klar, schon längst klar. Das Davos Forum, da finden ja immer diese Foren statt, normalerweise, ist der richtige Ort, um Diskussionen über die Zeit nach der Pandemie zu führen. Dabei gilt natürlich, alles, was die Pandemie eindämmt, ist gut. Ups.
das ist nicht nur gut für die Gesundheit der Menschen, sondern auch gut für die wirtschaftliche Entwicklung, für die kulturellen Möglichkeiten. Frau Merkel, was meint sie denn da? Mit all diesen Lockdowns? Gut für die Wirtschaft? Und toll für die Kultur? Mit Mundschutz, wenn überhaupt? Also, wenn man das hier liest, was sie da gesagt hat, dann kann man nur feststellen, diese Frau hat ein ganz anderes Programm, ganz andere Agenda im Kopf, die sie leider nicht so deutlich beim Namen nennt. Dann sagt sie am Ende der Rede, wenn wir uns anschauen, was die Pandemie mit uns gemacht hat, ist mein Fazit, dass sie als Bestätigung all dessen gelten kann, was in den letzten Jahren immer den Geist von Davos ausgemacht hat. Geist. Hier wird deutlich, was dahinter steckt. Ich greife das auf. Ein Geist von Davos, natürlich kann man salopp sagen, das sind die Inhalte, was da alles besprochen wurde. Aber diesen Geist hat natürlich ein Programm und ein Geist hat eine Wirkung über das Programm hinaus. Und kann dafür sorgen, dass das Programm tatsächlich ankommt und Menschen von diesem Programm erfasst werden und sie fast wie automatisch diese ganze Sache umsetzen lassen. Nun, den Geist von Davos, das ist wohl das Weltwirtschaftsforum und dessen Initiator Professor Klaus Schwab, wurde in 1971 als gemeinnützige Stiftung gegründet und hat seit 2015 offiziell den Status einer internationalen Organisation. Also die Entwicklung ist etwas länger, aber jetzt ganz zugespitzt hat es einen enormen, rasanten Einfluss gewonnen über diese Welt. Das veranstaltete Jahrestreffen in Davos, das 50. Jahrestreffen war, im Januar 2020. Nun wurde dann danach eben im Zusammenhang mit der Pandemie Covid-19, der großen Umbruch, dieses Buch von Klaus Schwab publiziert und darin schreibt er konkret Folgendes: Tiefe existenzielle Krisen ermöglichen jedoch auch mehr Selbstreflexion und bergen das Potenzial. Das sind typisch esoterische Worte. Jetzt kommen wir wirklich auf diese Verbindung. Ja? Potenzial, immer haben wir verborgene Möglichkeiten irgendwie in uns verborgen oder aus dem Kosmos gegriffen. Da geht es hier um. Das Potenzial für einen Wandel. Das Wort im Englischen heißt Transformation. Eine Transformation. Typisch esoterisch. Da geht es schon alle die Jahre, dass diese Bewegung aktiv war, ganz zentral um Transformation. Und nun ist das, wo es darum geht, eine neue Weltordnung. Und diese neue Weltordnung hat schon auch politisch sehr, sehr viele Vorschattungen gehabt. Schon bei dem alten Präsidenten Bush wurde in 1990 in einer Rede gesagt, auch diesen schrecklichen Zeiten, das war das Ende des Kalten Krieges, kann eine neue Weltordnung entstehen. Frei von Terror, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer in der Suche nach Frieden. Eine Ära, in der die Nationen der Welt sich entfalten und in Harmonie miteinander leben. Wunderbar hört sich das an. Auch genau ein Anspruch der New Age-Bewegung, dass wir eine Weltherrschaft haben oder dass alle Nationen in Frieden miteinander zusammenleben, wie in einem Paradies. Wir müssen wissen, dass diese Formulierungen alle sehr positiv sind und sehr anziehend wirken. Und man muss verstehen, dass man dafür von gefasst werden kann. Also, dass wir, wenn wir auch eine Gegenposition einnehmen, dass man ein wenig Verständnis haben müssen für Menschen, die von diesem Geist gefasst sind. Hab noch Barmherzigkeit, die Gott Barmherzigkeit hat. Ich sage es auch deswegen, ich war Buddhist. Und in dieser Zeit, als ich Buddhist war, war ich völlig gefasst im Geist des Buddhismus und klang für mich alles total logisch, was Buddhismus lehrt. Nachdem ich Christ wurde, fing ich an zu hinterfragen.
Aber dafür musste ich erst in einem anderen Geist, in dem Heiligen Geist eingekehrt sein, um vergleichen, um nachfragen und nachforschen zu können. Und Menschen, die in einem Geist gefasst sind, sind nicht erreichbar für normale Argumente. Ja, dass wir das packen. Die müssen sich bekehren. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Jetzt hier weiter. Joe Biden hat schon, bevor er Präsident wurde, in 2013 auch in einer Ansprache gesagt, die Aufgabe ist es, eine neue Weltordnung zu schaffen. Aha. Nun, das wird in dem Buch, Der große Umbruch, ganz zentral auch gesagt. Wolfgang Schäuble, heute Morgen auch schon zitiert, oder heute Nachmittag, der sagte, die Corona-Krise ist eine große Chance. Der Widerstand gegen Veränderung wird in der Krise geringer. Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen. Also, ich sage, das ist nicht nur politisch, was diese Transformation bewirkt. Natürlich politisch, die machen alle mit, aber es ist etwas, was das fördert. Die Krankheit, den Geist. Ich, sagt Wolfgang Schäuble, will die Pandemie nicht verharmlosen, wenn ich feststelle, große Krisen sind große Chancen. EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Bedford Strom sagte in der EKD-Synode in München, die Corona-Pandemie gibt die Chance, innezuhalten und neue Wege zu beschreiten. Die Welt braucht Umkehr. Amen. Buße. Aber was für ein Umkehr? Ja? Ein Umkehr zu Gott, zu Jesus. Aber davon redet er nicht. Es geht alles um eine politische Umwandlung. Und das ist übrigens auch interessant, dass damals bei Joshua, ich habe das heute Morgen erst mitgelesen, dass Joshua sagte, er sagte nicht, es geht um entweder Baal zu dienen oder Gott. Nein, er sagte, es waren drei. Die von Mesopotamien und dann die von Kana, die Götter. Oder Gott. Und wir stecken auf die weltliche Ebene und wir denken, Buße liegt immer innerweltlich. Das ist esoterisch auch drei. Buße ist immer innerweltlich. Wir müssen umkehren von der einen politischen Richtung zu dem anderen oder von der einen Vorstellung zu dem anderen, aber wir rechnen gar nicht mit einem überweltlichen Gott. Der Realität, die weit darüber hinausgeht. Bedford Strom übrigens auch nicht. Er nämlich sprach sich für eine große Transformation der Gesellschaft aus. Nötig seien beherzte Schritte zur Begrenzung des Klimawandels, Gerechtigkeit in den weltweiten Wirtschaftsbeziehungen, faire Löhne. Das ist rein Politik, das hat mit Buße zu Gott nichts zu tun. Interessant, wie es überall aufgegriffen wird, auch in dem neuen Buch von, oder eigentlich über, es ist ein Interview mit Papst Franziskus, das Buch heißt Gott und die Welt nach der Pandemie. Das neue Buch hat natürlich im Fokus diese Zeit nach der Pandemie, das Interviewbuch des italienischen Journalisten Domenico Agasso erscheint nun, auch auf Deutsch, ist gerade erschienen. Im Gespräch mit Agasso beschreibt Franziskus seine Vision des Planeten nach der Pandemie und sieht die Menschheit dabei an einer Weggabelung. Heute Morgen Thema, Weggabelung. Die Corona-Krise sei demnach eine Chance für eine gerechtere und hoffnungsvollere Gesellschaft. Wunderbar. Auch da wiederum ein Umkehr, aber ein Umkehr innerhalb dieser Welt. Er schlug vor, einen universellen Grundlohn einzuführen, schloss den globalen Pakt für einheitliche Bildung und den Pakt menschliche Brüderlichkeit für Weltfrieden, damit ist gemeint die Kontakte zwischen den Religionen und Religionsführer, alle Religionen, nicht nur die Konfessionen. Für den Umweltschutz, die Natur würde die Übertretungen, sagt er, die an ihr begangen wurden, nicht vergeben. Die Natur, ja, die Natur Gott ist. Er fordert auch die Impfung der gesamten Menschheit, ruft zur neuen Weltordnung nach der Pandemie auf durch den Great Reset. Okay? Ein bisschen im Bilde, wie weit und wie breit
ganze Sache durch wichtigsten Führer dieser Welt, wie sie verkündigt wird. Nun wollen wir einen Sprung machen und Elke wird uns ein wenig in den Zielen des New Age einführen. Ja, guten Tag. Ja, kurz zu mir. Ich war über 10 Jahre in der Esoterik und wie wir schon gehört haben, wir sind in Australien zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und ich war nicht nur so ein bisschen oberflächlich da drin, sondern ich bin richtig eingetaucht, habe eine Ausbildung da drin gemacht, habe selber Seminare gegeben und habe das verkündigt. Ich war als Psychotherapeutin tätig. Und da habe ich auch in meiner Arbeit praktisch die Menschen in die Esoterik eingeführt. Ich bin da heute gar nicht stolz drauf, aber Gott hat mich herausgeholt und ich darf jetzt einfach auch erzählen, was die Esoterik eigentlich, welchen Hintergrund sie hat, welcher Geist hinter dieser Esoterik steckt und so weiter. Und dafür bin ich dankbar. Ja, wir halten diese Vorträge. Im Allgemeinen haben wir immer nur die Unterschiede zwischen Esoterik, Buddhismus und Christentum erzählt. Und das machen wir schon viele Jahre. Aber irgendwie ist es den Menschen überhaupt nicht klar geworden, dass das mal umgesetzt wird, dass da Ziele sind, die wirklich angestrebt werden. Und jetzt kann man wirklich sagen, ist es soweit. Wir haben ja heute Morgen schon gehört, man kann Politik und Glauben oder Religion nicht trennen. Und das versuchen aber Esoteriker, das heißt, ihr Eingang war eigentlich so, erstmal nur spirituell. Ihr müsst erstmal umdenken und müsst erstmal wissen, als erstes, dass es gar keinen Schöpfer und Erlöser Gott in dieser Art gibt. Esoteriker sprechen viel von Gott, aber sie haben ein anderes Verständnis von Gott. Für sie ist Gott eine unpersönliche Kraft oder auch eine Energie. Und sie sagen, dieser Gott, der ist in allen Dingen. Der ist in Bäumen, der ist in Steinen, der ist in allen Dingen. Und daraus kann ich auch meine Kraft beziehen. Aus diesen Dingen. Ich lege mir Steine auf oder umarme Bäume und schon bekomme ich die göttliche Kraft. Dann sagen sie, was ganz wichtig ist für uns Menschen, wir müssen wissen, dass wir alle selber göttlich sind. In jedem Menschen soll ein göttlicher Kern sein. Und das sollen wir erkennen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sagen sie, so ungefähr ab dem Jahr 2000 soll das sogenannte Wassermann-Zeitalter angebrochen werden, also das New Age, das neue Zeitalter. Das soll angebrochen sein. Und jetzt seit dieser Zeit ist der Mensch dabei, sich zu entwickeln vom Menschen zum Gott. Und diese Dinge sollen wir im Auge haben, oder müssen wir im Auge haben, wenn wir die Entwicklung dieser Zeit sehen. Denn es geht ja darum, wir schaffen das. Wir können das. Ist das nicht gut? Ist nicht gut. Okay, ist das besser? Ja, super gut, danke. Neben diesen zwei ersten Zielen geht es weiter, nämlich man möchte eine Welteinheitsreligion. Wir haben das eben schon gehört, der Papst, der ist auch dafür, verbindet sich mit den Vertretern anderer Religionen und so weiter. Und das wird auch bei uns immer stärker gelebt, Gottesdienste mit Muslimen, auch mit Esoterikern oder mit Buddhisten zusammen, ist völlig egal. Also eine Welteinheitsreligion wird angestrebt. Dann, ganz wichtig, Gesundheit für die ganze Welt. Denn wenn wir alle göttlich sind, dann haben wir auch die Fähigkeit zu bestimmen, ob wir noch krank sein wollen. Nein, wir können unsere göttlichen Kräfte entwickeln und dann brauchen wir auch nicht mehr krank zu werden. Nach Meinung der Esoteriker. Da das aber jetzt noch alles nicht so geht,
offensichtlich merkt man, dass der Mensch doch an seine Grenzen kommt, versucht man jetzt auf andere Weise dieses Ziel umzusetzen, nämlich Gesundheit für die ganze Welt. Dann eine Weltregierung, ganz klar, und eine neue Weltordnung. Das sind schon lange die Ziele des New Age, schon formuliert mit der New Age-Bewegung in den 70er, 80er Jahren. Und damals auch, wenn wir das sehen, Klaus Schwab hat 1971 dieses Weltwirtschaftsforum gegründet. Das war genau der Anfang der New Age-Bewegung. Und es ist mit ihm praktisch weitergegangen. Dann ein noch wichtiges Ziel, es gibt noch viele andere, aber hier wollen wir uns erstmal mit genügen. Ein Paradies auf Erden. Das muss auf jeden Fall geschehen. Wir können das. Aufbruch ins grüne Zeitalter findet man ja jetzt in den Medien oder in den Zeitungen. Da sind wir jetzt bei. In Berlin hat diese Dame, nämlich Luisa Neubauer, eine Klimaaktivistin, in einer Kanzelrede im Berliner Dom am 28.02.2021 Folgendes gesagt. Gott wird uns nicht retten. Das werden wir tun. Und natürlich, eine Weltregierung ist schon lange in Sicht oder man spricht schon darüber, man hat schon lange die Pläne dafür. Dieses war schon mal die Weltregierung im Spiegel, vor Jahren war das schon, ich weiß jetzt gerade nicht, welches Datum genau, aber mindestens 6 Jahre her. Und da war schon, wurde schon angesagt, wie das Silicon Valley unsere Zukunft steuert. Sehr interessanter Artikel, den ich immer noch zu Hause habe. Einer der bekanntesten Esoteriker ist Ken Wilber, er ist Professor. Er hat das Buch geschrieben, Halbzeit der Evolution. Und da sagt er, dieses Buch erzählt die Geschichte der Seele, die in einer evolutionär aufsteigenden Kurve in Richtung Unsterblichkeit klettert. Also wenn wir doch alle göttlich sind, dann werden wir auch dahin kommen müssen, dass wir unsterblich sind. Und wir werden doch im Laufe dieses Vortrags herausfinden oder heraushören, wie man das und mit welchen Mitteln man jetzt diese Unsterblichkeit anstrebt. Neil Donald Walsh hat ja unter anderem ein Buch geschrieben, Gespräche mit Gott, und viele meinen, er sei Christ. Aber er ist Esoteriker. Und er sagt, die Ära eines einzigen Erretters ist vorüber. Was jetzt nötig ist, ist gemeinsames Handeln, vereinte Anstrengung, kollektive Mitschöpfung. Also Esoteriker bezeichnen sich als Mitschöpfer, denn sie entwickeln ihre Göttlichkeit und somit meinen sie auch die Möglichkeit zu haben, selber schöpferisch tätig zu werden. Kommen wir noch zu dem Punkt Welteinheitsreligion. Ja, da heißt es zum Beispiel, Gott ist sowohl außerhalb der Schöpfung, transzendent, würden wir auch sagen, ja, Gott ist jetzt außerhalb der Schöpfung, er ist im Himmel, als auch in jedem Menschen und in allen Dingen, also immanent. Ja, das eine transzendent, das nächste immanent. Und mit diesem Gedankengut, dass Gott außerhalb und innerhalb ist, da verbindet man zum Beispiel westliche und östliche Spiritualität, nämlich zum Beispiel Christentum und Buddhismus und Hinduismus. Weil Buddhisten und Hinduisten, also Buddhisten glauben ja gar nicht an einen Gott, aber sie sagen, in jedem Menschen ist die Buddha-Natur. Das hat wenig mit Gott zu tun, eigentlich gar nichts, aber trotzdem gehen sie davon aus, dass die Erleuchtung auch in das Potenzial dafür in einem ist. Dieses Zusammenkommen, das hat schon Alice Bailey, also sie hat ja um 1900 gelebt, hat sie das schon vorausgesagt, und sie sagt, dies sind die fundamentalen Wahrheiten, auf denen die Weltreligion der Zukunft ruhen wird.
also diese Verbindung zwischen Ost und West. Und wir fangen hier schon mal an mit den verschiedenen Religionen. Da gibt es ja, wird es bald geben, der Grundstein ist ja schon gelegt, für das House of One, also das Haus für den einen oder des einen, wo drei Religionen, Buddhismus, Christentum, Judentum und Islam zusammenkommen. Ja, auch natürlich die Christen übernehmen das. Das dringt ein in die Christenheit. Viele Christen denken, sie hätten überhaupt nichts zu tun mit Esoterik. Aber die Angebote sind mittlerweile schon so, dass das ganze esoterische Gedankengut da eingedrungen ist. Hier zum Beispiel der Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger mit einer Frau, die Yoga anbietet, mit einer Yogameisterin. Jesus und Yoga. Und man meint, das wäre möglich. Dabei geht es ganz klar im Yoga um ein spirituelles Ziel zu erreichen, nämlich am Ende die Erleuchtung oder ins Nirvana zu kommen. Das ist der Sinn und Zweck von Yoga. Nun, hier hieß es dann in diesem Prospekt, das Ziel sei, lernen, sich im Alltag für die heilsame Gegenwart Gottes zu öffnen. So hier Vermischung Hinduismus, Christentum, zum Beispiel durch Yoga. Das Gottesbild der neuen Weltreligion ist zum Beispiel, Gott sei eine unpersönliche Kraft, Bewusstsein oder Energie und somit außerhalb und innerhalb. Ich weiß nicht, wer diesen Herrn von euch kennt. Thorsten Hebel hat dieses Buch geschrieben, Meine Geschichte von Sehnsucht, Glauben und dem großen, weiten Meer. Was meint er damit? Das war ein Artikel in einer christlichen Zeitschrift und da sagte er, mein Glaube an Gott war irgendwann weg. Und das war auch Leitartikel, der Evangelist, der den Glauben verlor, so hieß es. Ja? Aber, jetzt kommt das große Aber. Heute bade ich in der Präsenz Gottes, Gott in dir und du in Gott. Also für ihn ist nicht mehr Gott Beziehung, bei dem ich eventuell auch Buße tun muss, dem ich meine Not klage und so weiter. Nein, er sagt, er meditiert täglich 2 Stunden und dann badet er da in der Gegenwart Gottes. Also Gott als Kraft, als unpersönliche Kraft, Energie, Bewusstsein, könnte man hier alles sagen. Er sagt, es geht darum, die Präsenz Gottes zu spüren und zu erleben. Nicht mehr ihn zu erkennen, wer ist er, seine, die Bibel zu lesen und so weiter. Hier noch ganz kurz ein bekannter esoterischer Autor, Frithjof Capra. Und er spricht auch davon, von Einheitserfahrungen. Und das soll auch Ziel sein dieses neuen Zeitalters. Er hat ein Buch geschrieben, Tao der Physik. Es war damals sehr bekannt zu Anfang der New Age-Bewegung. Und er schreibt da, ich saß am Ozean. Plötzlich nahm ich wahr, dass mein ganzes Sein in einem gigantischen kosmischen Tanz verbunden war. Ich sah Kaskaden von Energien, die aus dem Universum herunterkamen. Ich sah die Atome der Elemente und der meines Körpers vereint in einem kosmischen Tanz der Energie. Ich wusste, dass dies der Tanz von Shiva war. Shiva, eine hinduistische Gottheit. Und er hat auch dazu beigetragen, dass dieses Wissen östlich-westlich vermischt wird. Die Basis für eine Verbindung zwischen einer neuen Weltordnung, also zwischen Politik und einer neuen Weltreligion, liegt also in der Spiritualität. Also Voraussetzung, möchte es nochmal betonen, ein anderes Gottesbild, wir sind Gott. Wir wissen ja alle, dass der Teufel das schon am Anfang gesagt hat, ja, zu den ersten Menschen, und er hat sich noch nichts Neues einfallen lassen.
Und nun möchte man also diesen Wunsch nach Einssein erfüllen. Und das ist, da trägt jetzt diese Meditationserfahrung dazu bei, die der Hebel gerade beschrieben hat, ja, dass wir uns eins fühlen. Aber auch eine jetzt inzwischen verstorbene, sehr bekannte Esoterikerin, Barbara Max Hubbard, sie ist Amerikanerin, Zukunftsforscherin gewesen und Autorin. Und sie hat gesagt, der große Weltenplan bestehe darin, eine neue Welt des Einsseins mit zu erschaffen. Sie prägte den Aufbruch einer evolutionären Weltsicht. Schon 1984 wurde sie als Vizepräsidentin der USA nominiert. Sie hat sehr viele Menschen beeinflusst, auch durch Kurse und Bücher und so weiter. Und die neue Weltordnung gemäß der Esoterik beruht eben auf dem Gedanken, der Mensch sei göttlichen Ursprungs und könne, wenn er dieses erkennen und entwickeln würde, die Welt nach seinen Wünschen verändern. Wir schaffen das. Gewünscht wird Beseitigung der Armut, eine gerechte Verteilung aller Güter, haben wir vorhin gehört, alle den gleichen Lohn, eine heile, gesunde, friedliche Welt des Einsseins, sowohl spirituell als auch wirtschaftlich. Nun, es fanden ja jetzt in dieser Zeit viele Demos statt und der Martin hat hier auf einer Demo in Berlin dieses Bild, in Kassel, dieses Bild fotografiert. Du und ich, wir alle für Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden. Das haben Esoteriker geschrieben. Denn wer ist auf den Demos? Die meisten sind Esoteriker. Komisch doch eigentlich. Wo sie doch eigentlich merken müssten, jetzt werden doch ihre Ziele irgendwie verwirklicht. Ja, aber was wollen sie nicht? Sie wollen es nicht mit Eingrenzung ihrer Freiheit. Sie denken, wir können das alles aus Liebe, wir können in Harmonie, im Verständnis, in Toleranz, in Akzeptanz, alles können wir damit überspielen und können damit miteinander umgehen. Und das ist ihr Ziel. Und jetzt sehen sie aber, nein, so wollen wir das nicht, obwohl sie das gleiche Ziel haben. Also nach unserer Meinung ist jetzt die Zeit, wo man diese Menschen erreichen kann. Eins sein, womit will man nun alles eins sein? Mit Gott natürlich, mit dem Göttlichen, mit der Schöpfung, indem man meditiert, auch in der Schöpfung sich eins macht, mit Bäumen und so weiter, mit dem Kosmos, also mit allem, was hier in der Welt ist, will man sich eins machen. Mit allen Menschen, es darf keine Diskriminierung mehr geben, kein Rassismus, keine Geschlechterunterschiede und keine Einschränkungen mehr. Ja, wenn ich möchte, dass mein Kind nicht geboren wird, dann soll das geschehen. Wenn ich möchte, nicht mehr leben möchte, dann soll das geschehen. Technik wird dazu genutzt und auch eben, man soll ein, zwei werden mit dem Internet, mit diesem mit der digitalen Welt. Ja, so ist es eins sein, das was eben Spiritualität, die neue Welt regiert oder Welt spirituelle Welt Religion und neue Welt Politik oder diese beide zusammenführen, ist das eins sein mit all diesen Dingen. Und das Internet spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle. Interessant war, dass in der Zeit, die Zeitung der Zeit, ein Artikel stand, wo das Internet auch entstanden ist. Es ist auch eigentlich entstanden aus militärischen Interessen in Amerika, wo man dann anfing, Computer einzusetzen, um spionieren zu können und so weiter, aber auch unter den Hippies damals. Es war damals ein Aufbruch in ein neues Zeitalter. Es waren die 68er. Und diese Hippie-Bewegung, die daraufhin sich entwickelte. In 1985 waren in Kalifornien Hippies, die programmierten. Und sie haben die sogenannte erste
Art Internet, the well, als ein electronic link programmiert. Matthew McCure hat, wie vielen, die in der neuen Online-Gemeinschaft zusammenkommen, Peyote, Pilze oder LSD genommen. Ich will eben diese Verbindung darstellen. Spiritualität mittels Drogen und jetzt digital, indem das Internet dem nachäffen soll. Im Rausch habe er die Erfahrung gemacht, dass es eine Art überpersönliches Bewusstsein gibt, das alles mit allem verbindet. Diese Verbundenheit entdeckt er im April von 1985 erneut mittels einer Software, die Menschen aus ihren Körpern herauskatapultiert in eine neue geheimnisvoll schillernde Sphäre, den Cyberspace. Und so wird es in der Zeit berichtet. Es hört sich so fast spirituell an, wie es beschrieben ist. Aber es wurde auch beschrieben, wie frustrierend es für diese Hippies war, weil dieses Gefühl in Drogenrausch der Einheit konnte nicht so leicht in der digitalen Welt umgesetzt werden. Aber es hat seine Entwicklung genommen, überall, auch hier in der Christenheit. Jörg Dechert von ERF Medien, in seinem Blog Pixel Pastor, sagt, vor 20 Jahren hätten viele das noch kritisch gesehen. Der erste Corona-Lockdown habe jedoch die Bedenken, Mahnungen und Warnungen beiseite gefegt. Jede Medienrevolution sei eine Chance für das Evangelium und dies gelte auch für das Internet. Und so kann man hier auch virtuell eine Andacht besuchen, so einer Kirchengemeinde, die das praktiziert. Und man nimmt ein Avatar an, das heißt eine digitale Identität, und kann dann in einen Raum sich hinsetzen und dann eine Andacht hören. Avatar übrigens ist ein erleuchtetes Wesen im Hinduismus. Das heißt, all diese Begriffe aus der Spiritualität finden jetzt Zugang in der digitalen Welt. Und wir sehen da dieses Zusammenkommen von Spiritualität und Digitalität. Ja, ist das ein Wort? Ja, egal. Das neue Einssein ist digital, biologisch und physisch. So auch in The Great Reset von Klaus Schwab beschrieben. Es bezieht sich auf einen transhumanistischen Ansatz der Eliten, der von der Öffentlichkeit bisher immer als Verschwörungstheorie abgetan wurde. Was da beschrieben ist, das sind Verschwörungstheorien. Unglaublich. Aber es wird jetzt gekippt. Wenn du da nun was gibst, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Das ist eben das Schwierige. Das bezeichnet die Wirkung eines Geistes. Ich werde doch auch zum Ende darauf zu sprechen kommen, weil sonst kann man es nicht verstehen, wie sich alles verdreht. Transhumanist Klaus Schwab beschreibt diesen Anfang einer vierten industriellen Revolution im Rahmen von The Great Reset und sagt, es wird zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität führen. Also drei Dinge werden zusammengeführt. Physisch, also Körper, digital, man kann ja digitale Chips einpflanzen oder einimpfen, wie man es auch will. Und nun kann man biologisch, indem man durch Impfen auf eine ganz andere Technik kommt, nämlich die DNA begründete Impfrichtung, kann man jetzt hier alles in einer Einheit führen, wie auch Klaus Schwab beschreibt. Einer der wichtigsten Vordenker in dieser Sache ist Ray Kurzweil, deutscher Abstammung wahrscheinlich, aber jetzt in Amerika, in Kalifornien lebend, der folgendes prophezeite: in 2029 sagt er, dass der Computer von der Intelligenz und von der Simulation der Gefühle nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden sei. Okay? Also ihr würdet da nicht feststellen können, ob ich hier stehen würde oder mein Hologramm. Hologramm ist ja eine digitale Abspiegelung meiner Person. So deutet er an. Das ist ja nicht mehr so weit, 2029. Aber sage ich, 2045 ist das Jahr der Singularität, in dem Mensch und Computer zu einer Einheit verschmelzen. Absolut digital, mit
Physis, Körper und eine biologische Substanz. All diese drei kommen nun zusammen in einem, und der Ray Kurzweil arbeitet daran und verfügt über alle Informationen in Google, da ist er von angestellt, um seine Vision zu realisieren. Das geht sehr weit. Aber man arbeitet wie verrückt danach. Neue Weltordnung beinhaltet eben diese Identität, Veränderung, diese Einheit beinhaltet eine Veränderung auch in der Gesundheit, eine Verbesserung natürlich und eine Klimaneutralität und natürlich die Reduktion der Menschheit, denn wir müssen hier so viele Menschen sein, dass es hier ein globaler paradiesähnlicher Zustand wird. Und das eben durch Global Governance, indem man führt, global führt und alles in der Hand nimmt. Durch neue Techniken in der Biologie. In der Biologie wird das hier so durchgeführt. Das sind Experimente, die Millionen, Abermillionen schlucken. Aber man ist dabei, das umzusetzen. Hier gibt es eine Gerippe von einem Mammut und nun nimmt man das Genom, man hat das Genom identifizieren können und einen lebendigen Elefanten und nun werden die beiden zusammengeführt und nun hofft man, dass man daraus wieder einen echten Mammut erstellen kann. Einen lebendigen Mammut. Und dieser Mann, der das hier macht, heißt interessanterweise Church. Der ist wie verrückt damit beschäftigt, hat schon dafür geworben und gesagt, wenn nun Tausenden von Mammuts in Sibirien leben würden, dann würden die, all die Mammuts den Schnee, die da liegt, platt stampfen und das würde Klima, also das Klima helfen, weil diese feste Schnee würde dann nicht so schnell schmelzen und dann würde es kühler bleiben. So. Ja, also so wirkt er dann für sein Projekt. Also es ist unglaublich, wie man es alles zusammenbringt, um das Geld dafür einzukriegen. Ja. Also, worauf geht das zurück? Das geht auf eine Nobelpreisträgerin, die amerikanische Biochemikerin von der Universität in Kalifornien, Berkeley, diese Jennifer Doudna. Sie machte die bahnbrechende Entdeckung einer RNA-gesteuerte Genschere, die sie kurz CRISPR nannte. Sie begann 2020 für ihre Arbeit zusammen mit ihrer Kollegin Emmanuel Chaupent den Nobelpreis für Chemie. In einem Buch 2017, das Buch heißt Eingriff in die Evolution, sagt sie, diese Genschere verleiht die Menschheit die Macht, die zukünftige Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten mit Präzision zu steuern. Wow, welch eine gigantische Möglichkeiten sind durch diese Entdeckungen aufgegangen, so wird gesagt. Nun rein technisch, biologisch-technisch gesehen, ist das so. Also war es schon in etwa 2002, dass eben das menschliche Genom entschlüsselt wurde. Das heißt, die ursprüngliche oder die Urbausteine von uns Menschen. Dann in 2012 erfand eben diese Dame dieses CRISPR, diese Genschere, weil nun konnte man durch diese Schere da drin eingreifen in dieses Genom. CRISPR nutzt die RNA, um die DNA zu verändern. Die DNA ist Verwalterin der Erbsubstanz, das sind beständige Moleküle, ich vereinfache das, aber das sind vereinfachte Beschreibungen. Das RNA ist eine Art Reformerin, der DNA, das sind bewegliche Moleküle. Also können wir natürlich Änderungen durch bewegliche Moleküle in die statische Moleküle hineinbringen. Die RNA ist seit Ausbruch der Corona-Krise im Fokus. mRNA oder Messenger-RNA-Impfungen, vermitteln synthetisch hergestellte DNA-Fracht in die Zelle. Das geht noch nicht so weit wie das CRISPR, wo das dann direkt in den Zellkern hineingegangen wird, gegeben wird, aber es nähert sich dem an. Und man ist dabei, sich immer weiter auf diese Richtung zu versteifen. Nicht nur zu versteifen, denn genau diese ganze G
genbasierte Impfstrategie, die jetzt auch angewandt wird, wird Standard sein. Für alle Anwendungen. Ich las jetzt im Geo, dass man schon länger damit beschäftigt ist, auch eine Impfung gegen Krebs zu organisieren. Ja, also das klingt natürlich alles wunderbar. Also man muss ja diese positive, also beflügelte also Entwicklungen dann mal wahrnehmen, die da jetzt auch von sich gegeben werden. Also das wurde schon praktiziert, in China hat man nicht so ein Problem, da einzugreifen bei zwei Kindern, also Zwillinge. Also diese Eltern waren HIV-positiv und nun hat man versucht, eben aus der DNA diese HIV-Teil herauszuschneiden. Und sie meinen, es sei gelungen, eben in diese beiden nette Mädchen, die da geboren wurden. Und so ist das eben die Medizin der Zukunft. Man kann eingreifen. Nun, das ist spannend, das ist übrigens auch auf der Plattform von dem World Economic Forum angegeben. Da findet man all diese Möglichkeiten, das zu ändern, alles auf Grundlage dieser Covid-19-Geschichte. Human Enhancement, das ist menschliche Verbesserung, das ist die Verbesserung oder Erweiterung der Menschen auf Genbasis. Verbesserte Körper, so wird da beschrieben, verbesserte Verstand und Geist, so wird angedeutet. Das klingt alles sehr gut. Erweiterte Lebenslänge. Übrigens sind das alles Ziele, die auch die New Age-Leute schon längst ausgesprochen haben. Wir sind zu viel mehr fähig, als wir bisher leben. Das ist auch Eugenik genannt, Menschenzucht. Man kann letztendlich optimale Menschen zusammenstellen, indem man in die Genome eingreift. Das ist, wo es hingeht. Ihr werdet sein wie Gott. Ja, und da hören wir, dass dieses Ziel wirklich massiv angegangen wird, dass wir wie Gott hier agieren können und brauchen nicht mehr den Schöpfer und Erlöser Gott. Noch ein also Ziel jetzt nochmal für das neue Zeitalter, nochmal zur Erinnerung, also Gesundheit. Und da haben Esoteriker schon vor Jahren gesagt, wir werden zu völlig neuen Menschen. Menschen, die vollkommen gesund sind, die nie mehr krank werden. Und dann hieß es noch Menschen des neuen Zeitalters. Marilyn Ferguson, auch eine bekannte New Age Autorin, die aber ja auch schon verstorben ist inzwischen, hatte damals ein Buch geschrieben, Die sanfte Verschwörung. Und da hat sie versucht, ganz klar zu machen, wie wir jetzt zu dieser neuen Welt kommen mit diesen neuen Zielen. Also das neue Zeitalter wird dann bestimmt, sagt sie, von einem neuen Geist. Das hat sie schon in den 70er Jahren vorausgesagt. Und wir sehen, dass es eintrifft. Und wie geht dieser Geist vor? Das hat sie auch beschrieben in ihrem Buch. Sie sagte, da sind eine ganze Reihe von Teilnehmern, die wissen überhaupt nicht, wo es drum geht. Die wollen nur was Gutes für ihre Gesundheit. Und dann nehmen sie vielleicht an einem Yoga-Kurs teil und dann finden sie das super. Und dann informieren sich, lesen mal was drüber und dann werden sie vielleicht passive Anbieter. Sie sehen, dass ihre Nachbarin, der geht es auch nicht gut, dann sagen sie, ach weißt du was, was mir so geholfen hat, mach das doch auch mal. Und weil sie das so gut finden, fangen sie an, eine Ausbildung zu machen und wollen das auch machen. Und genauso war auch mein Weg, muss ich sagen. Ja? Und so werden sie aktive Anbieter für diese Bewegung, das heißt für diesen neuen Geist. Dann gibt es auch sogar passive Vorantreiber, die wissen aber immer noch nicht, die verändern vielleicht Gesetze, die wissen aber immer noch nicht genau, was wirklich dahinter steckt. Und nur ganz oben in der Spitze, die wissen, wo es hingehen soll. Und damals sagte Ferguson,
Bis jetzt gibt es noch nicht einen einzigen, der diesen Geist anführt. Noch sind wir nicht so weit, hatte sie damals gesagt. Aber es wird kommen. Also dieser Geist arbeitet über, würden wir jetzt heute sagen, über Kräfte, über Mächte, über gefallene Engel natürlich. Letztendlich sind es das Geister und Dämonen. Und darüber wird er hier wirksam. Und zwar über Methoden, die uns erstmal gut erscheinen. Und wie gesagt, das war vor kurzem ein rein spirituelles Programm. Aber das sieht jetzt anders aus. Im Kampf gegen Armut und Krankheit sind Ansichten des UN-Establishment so, dass sie sagen, die Welt braucht es wenige Menschen. Das hat diese Frau, Barbara McHubbard, die wir schon zitiert haben, auch gesagt. Nun, das ist in Englisch, ich habe es hier in der deutschen Übersetzung, oder wo ist es ja hier? Sie sagte damals schon, ein Viertel der Menschheit muss aus dem Gesellschaftskörper eliminiert werden. Wir sind verantwortlich für den Auswahlprozess Gottes für den Planeten Erde. Er wählt aus, wir zerstören. Wir sind die Reiter des fahlenden Pferdes Tod. Hier sehen wir, wie eine Esoterikerin, übrigens sie war auch Judin, wie sie die Bibel zitiert und rausgreift, was Gott wirken wird und sagt, wir müssen das ausüben. Sie nimmt also die Macht und das Schwert in Hand, das jetzt auszuüben. Das ist unglaublich, mit was für einem Wucht diese Sache damals durch so eine Esoterikin auch schon politisch umgesetzt werden sollte. Und so kann man sagen, dass hier dahinter ein Geist des Antichrist steckt, der zwar von oben nach unten, aber jetzt politisch anfängt zu wirken, indem von unten aus eine politische Bewegung aufgerichtet wird, sodass diese Einheit mit dem Geist des Antichrist in dem Antichrist selbst zustande kommt. Ein Wissenschaftstheoretiker, Gerhard Radnitsky, sagte, die Leute lassen sich so lange am besten manipulieren. So, neue Batterie. Was warst du da noch ein? Wie sie am wenigsten wissen. Ja, so ist gut. Thomas Lachenmeier übers Fatum, Zeitschrift Gürison, zitiert, das ist sehr gute Informationen. Der hat wirklich die Sache untersucht und sehr hilfreich beschrieben. Sagt auch hier: Marktbeherrschende Meditationstechnologiekonzerne wie Google, Medienkonzerne wie Google, Microsoft, Twitter, Facebook, Apple und Amazon geben alle nur eine Meinung wieder und verhindern die Verbreitung unerwünschter Meinungen. Die Kriminalisierung und Pathologisierung der anderen Meinung, und das sind eben die wirksamen Methoden, wie jetzt alles in einem Sinn durchgesetzt wird. Das heißt, ein Sinn, ein Geist findet jetzt seinen Fortgang in dieser Welt. So haben wir vor einiger Zeit interessanterweise einen Vortrag organisieren können mit den Dr. Wolfgang Nestvogel, und der hat uns da sehr gedient, indem er diesen also auch viel gehörten Vortrag, kann euch das wirklich empfehlen, nochmal nachzuhören, gehalten hat. Und er hat so die wichtigsten Dinge, ich will sie nur kurz nennen, aber dritter Punkt, ich nenne das eben ganz kurz, die religiöse Aufladung, politische Positionen, das ist, ja, ist so deutlich, es ist wie eine Art Zivilreligion, was hier stattfindet. Die Beschneidung des öffentlichen Diskurses und natürlich diesen Selbstanspruch radikaler Veränderungskonzepte, das sind die Dinge, die hier herausgearbeitet wird, was jetzt mit der Great Reset passiert. Die Relativierung der Gewaltenteilung und des Rechtsbewusstseins, die systematische Zerstörung von Gemeinschaftsstrukturen und Individualität, Gemeinschaft, daraus bestehen wir, als Christen doch eigentlich. Und das Gebot ist Stunde Mut zum geistigen Kampf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Nun, Kampf gegen die Lüge. Habe ich so schön gesungen vorher.
Nochmals, Gott sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Und sehe nun bloß ein, das ist ein Geist. Und wenn ein Geist wirklich Fass auf einen Menschen bekommen hat, dann ist er mit normalen, rationalen Argumenten nicht mehr zu gewinnen. Können wir noch so vieles machen? Und der Geist hat sehr viele Gesichter. Es ist interessant, dass wir selbst, ich habe auch nachgedacht darüber, was sollen wir tun? Auch diese Frage mit Politik und so weiter. Ich war ja Buddhist und Buddhisten sind die letzte Katastrophe in politischem Sinne. Sie setzen sich ja hin und meditieren. Also tun weiter gar nichts. Ja? Und so weiter auf. Ich bin ja immer noch sehr passiv und das habe ich dann an einem Abend auch festgestellt. Wir hatten noch gerade Hauskreis gehabt. Es war letztes Jahr, also es war Dienstagabend, den 17. November gewesen. Und ich hatte gerade einen Artikel gelesen von, auch hier bekannt, hier diese Schriften von ihm, Dr. Friedemann Lux, liegen hier aus. Und da hat er auch in ein Heft geschrieben, was eigentlich ja, die Hintergründe von einer Demokratie sind. Wir sind ja die entscheiden. Und da schreibt er drin, wer heute in unserem Land mit Römer 13 argumentieren will, muss sich die folgenden Fragen gefallen lassen. Wann haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen? Wie viele Leserbriefe haben Sie schon an Ihre Zeitung geschickt? Wann haben Sie das letzte Mal eine Petition unterschrieben oder eine verfasst? Nun, ich habe das gelesen. Das waren konkrete Anweisungen und es schlug bei mir rein wie ein Bombe. Ich dachte, Martin, wann war es das letzte Mal? Klar habe ich mal ein paar Petitionen, aber so richtig aktiv. Es war 17. November, den nächsten Tag am Mittwoch, 18. November, Buß- und Bettag. Und der Tag, wo ich gehört hatte, es soll eine sehr wichtige Entscheidung im Bundestag gefällt werden, nämlich das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Eigentlich die Grundlage für die Macht, die dann im Falle einer Pandemie, aber da werden wir nicht mehr rauskommen, so in Klammern, dann bei der Bundeskanzlerin oder Regierung liegt. Okay, dachte ich, das ist ein ganz böses Ding. Wir hatten im Hauskreis schon darüber gesprochen und immer wieder, ja, hin und her und wir waren so in Rage und böse, wie kann es wohl sein und so weiter. Nun, wie es eben kann, man kann sich richtig da reinsteigen, ja. Und dann habe ich auch ein paar gesagt, ein Kollege, ich sage, warum kommst du mit, dann gehen wir mal dahin. Nein, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten und so weiter. Nee, es war Mittwoch, es war auch schwierig. Also, ich wusste noch nichts. Aber in der Nacht wache ich früh auf und der erste Gedanke, den ich habe, Martin, du musst dahin. Also bin ich aus dem Bett geschlichen. Er ist schon sehr so hellhörig, wenn es nachts irgendwie Unruhe gibt, aber Gott hat ihr einen festen Schlaf geschenkt. Also hat nichts mitbekommen, weil wenn sie es mitbekommen hätte, dann hätten wir erst mal Stunden diskutiert, ob das Sinn machen würde. Und ich wäre nicht hingegangen. Oder viel zu spät. Aber auf jeden Fall, ich habe dann gedacht, Martin Busenbeter, und nun so eine Entscheidung, das musst du thematisieren. Also habe ich mir schnell ein Pappkarton genommen und habe da drauf geschrieben, am Buß- und Bettag, Fragezeichen, so eine Entscheidung, in Klammer dahinter. Nun, das war mein Schild. Aber ich war selbst in Buß- und Bettag-Modus. Ich tat Buße, indem ich wirklich einmal als eine aus einem demokratischen Land stammenden Person aktiv wurde. Nun ging ich dahin. Es war sehr spannend. Ich bin im Auto gestiegen, also unterwegs, er gedacht, dass ich entrückt war, aber also, dass das Auto weg war, dann dachte ich, das Auto kann nicht auch entrückt sein. Also bin ich dahin gefahren, unterwegs angerufen, wir haben das dann geklärt. Ich bin weitergefahren und so war ich in etwa um 12 Uhr, das sind 600 Kilometer. Für uns ist ja Berlin sehr weit, ja, von hier aus nicht so. Ja. 600 Kilometer. Ja. Also bin ich hin
erstmal hin, ich kenne mich ja gar nicht so aus. Dann habe ich irgendwo geparkt und dann habe ich erstmal gefragt, wo geht es hier zur Demo? Und dann war ich noch Kilometer entfernt und so weiter. Dann hat der Mann gesagt, ja, soll ich sie überhaupt sagen, weil der war gegen Demos und so weiter. Dann habe ich gesagt, von ja, das ist mein Botschaft, Busen B. Ja, okay, sagt er. Also bin ich herangekommen zu der Insel, wo die Macht auch ausgeübt wird, Museen sind und so weiter. War völlig abgeschottet, völlig abgesetzt. Ich konnte gar nicht rankommen. Ich habe dann erstmal einen Polizist gefragt, wo ist dann die Demo? Dann sagt er, also, ja, dahinter und so weiter, es sind mehrere Demos und zwar alles ein bisschen unklar. Und dann wurde mir klar, ich will ja zum Brandenburger Tor, das sei die wichtigste Situation. Und da wollte ich noch hin und so bin ich rausgelaufen und musste einen riesen Umweg machen, weil alle Straßen dahin waren abgeschottet von Polizisten. Und dann kam ich da endlich da an, also, und war mitten in den Gebüschen. Ja? Wasser, Spitzer, Aggression, Gewalt von Seiten der Polizei. Weil, schau mal hier, das war so ein bisschen die Stil, ja, hier, also dieses Friedensbild, ja, dem, wie heißt der? Gandhi, ja. Also, das war ein Friedensdemo. Es war wirklich diese Stimmung. Die Leute waren so friedlich. Und das Gespritze, ich bin ja auch nass geworden, aber das war einfach von der Seite. Ich dachte, was läuft hier eigentlich ab? Und dann hörte ich auf einmal, wie in einer Ecke, ich ging ja andauernd mit meinem Schild herum, weil ich wollte alle zeigen am Busenbettag. Nicht nur die, also alle müssen wissen, es ist Busenbettag. Und ich war in diesem Modus. Ich hörte da Gebelle von Hunden, ich dachte, oh wei, wer nimmt nun hierhin seinen Hund mit? Und dann so aggressiv, das macht richtig wild. Und dann bin ich da hin und dann sah ich, das sind Polizeihunde. Das sind ein richtig Kampfhunde. Und als ich dort ankam, habe ich mich so hinten aufgestellt, ich wollte ja gar nicht mich in den Front geben, ich wollte jetzt nicht irgendwie kämpfen oder was noch. Das wollte niemand. Dann sah ich, wie ein Mann von mehrere Polizisten auf den Boden geworfen wurde mit einem Gewucht, einer Gewalt. Der Mann hat sofort seine Hände hochgestreckt, wollte sich überhaupt nicht verteidigen. Und die Polizisten obendrauf, ich dachte, das gibt es wohl nicht. Und das Volk und auch ich, wir blieben alle sehr ruhig. Auf einmal, ich stand da in der dritten Reihe, kam eine Gruppe von 6 Polizisten, der Hauptmann kam direkt auf mich zu. Griff mich sofort in den Würgegriff und sagt, Sie müssen mit zur Wache. Ich sage, was wollen Sie eigentlich von mir? Ganz ruhig. Der Herr hat mir richtig so in Ruhe gegeben. Ich sage, was wollen Sie? Ich stehe nur hier. Und schauen Sie meine Botschaft. Und dann in den Augenwinkel schaut er auf mein Schild, Buß und Beta, Fragezeichen. Und hat das wahrgenommen und das machte Klick. Zack, ließ er mich locker und pfiff seine anderen Männer zusammen und sagte, wir gehen weiter. Also, der Herr schützt, ja. Es war wunderbar. Ich blieb in dieser Ruhe und ich bin dann herausgelaufen, es war ja schon spät und es war noch immer an Spitzen und an es war echt gewalttätig, was von der Polizei. Sie schoben immer näher und das gab eine von der Seite so einen Druck. Warum haben sie die einfach Raum gelassen? Aber das war alles Programm. Aber ich will dabei sagen, ich habe viele Polizisten angeschaut und die meisten haben einfach ihre Arbeit gemacht. Ja, ja. Also nicht, dass ich meinte, alle Polizisten sind böse, ne? Die wissen auch zum Teil gar nicht, was da abgeht. Ja, aber es waren Einzelne, die hatten diesen Auftrag, wahrscheinlich Leute in die Wache zu schleppen, sodass die Zahlen da hoch wie gewaltig genau, und so weiter. Ich wäre dabei gewesen, ohne diesen Schild, ja. Also auf jeden Fall ging ich weiter, bin da rausgelaufen, wir sehen halt die Lichter und so weiter, es wurde schon Abend, ich hatte ja noch eine Regenjacke angezogen, weil es war alles so nass. Aber das war mein Botschaft, auch am B-Tag. Ich laufe da weiter rein aus, ich habe schon viele Gespräche geführt mit dem Schild. Dann spricht mir eine Frau an, ein Ehepaar, die Frau sagt, was meinen Sie damit Buße? Die da müssen doch Buße tun, sagt sie. Ich sage von ja. Im Verhältnis zu dem, wo sie Verantwortung tragen, ja. Aber ich sage, wir haben alle unser eigenes Gebiet, wo wir Verantwortung tragen. Wir alle müssen Buße tun.
sagt er, ja, das stimmt. Ich bin immer so zornig, sagt sie. Ich sage, Sie haben es verstanden. Und dann kam ins Gespräch und dann sagt sie, sehr esoterisch, sie sagt, ja, es ist so toll, was die Esoterik gesagt hat. Hier in Berlin, von Brandenburger Tor zum Siegessäule, da soll ein Engel herrschen und der gibt Frieden und der fliegt hier rüber. Ja, mir begeistern diese Dinge, sagt sie. Ich sage, ja, ich glaube, dass es Engel gibt. Aber wenn Sie sich auf diesen Engel einlassen, dann verpassen Sie das Allerwichtigste, nämlich Gott. Der steht über diesen Dingen. Und diesen Engel halten Sie davon weg, zu Gott zu kommen. Nun standen wir mitten in diesem Bewusstsein. Von allen Seiten Drang und Gewalt und diese Spitzerei und so weiter. Und auf einmal standen wir unter einer Glocke, wie unter dem Heiligen Geist, in ein ganz intensives Glaubensgespräch. Die Frau hat es verstanden. Es war gewaltig. Ich will nur sagen, wie Egerson sagte, die meisten dort waren Esoteriker. Die dachten so. Die hofften auf eine friedliche Art und Weise, dass die neue Weltordnung eingesetzt werden könne. Und nicht auf eine politische Art und Weise. Mit Freiheit, Demokratie und so weiter. Aber die Gewalt von Seiten der Polizei war so. Ich war dem nicht böse gegenüber. Aber als ich dann am Abend wieder zurückfuhr, mit dem Auto saß und dann hörte, was die Berichterstattung war, wie gewalttätig die Demonstranten waren, dann wusste ich, hier bin ich in falschem Film. Das ist einfach Lüge, was hier gesagt wird. Ich war Zeitzeuge, war dabei. Ich habe wirklich diese friedliche Gesinnung mitbekommen. Ich fand es so interessant, dass das Volk da stand, dass dieser Mann auf den Boden geworfen wurde. Sie standen alle, niemand hat reagiert. Man hätte richtig zornig werden können. Und auf einmal kam so ein Sprechgesang zusammen und sagten, wir sind das Volk und wer seid ihr? Wir sind das Volk und wer seid ihr? Das war gut, das war passend. Ich dachte, das ist die Situation. Wer seid ihr? Auch die Polizei, die wenigste von ihnen, wussten nicht, wer sie sind oder was für einen Geist dahinter steckt. Nun, es geht um eine Kraft, um eine wirksame Kraft des Irrwahns, damit Menschen an eine Lüge glauben. Nun, diese Kraft ist da, dass sie wirklich glauben, dass was sie aussagen oder was sie hören, was die Medien sagen, dass das alles in eine Richtung geht und dass es alles diese eine ganz klare Unwahrheit nach vorne bringt. Aber warum sendet Gott dann das? Verstehen wir, das ist doch eine komische Aussage. Weil wir sind immer dabei, ja, die Lügner und das alles falsch. Stimmt. Aber wir müssen wissen, dass Gott offensichtlich das will. Und um das kurz zu prüfen, möchte ich darauf eingehen, kurz, was davor gesagt wird. In Vers 10, 2. Thessalonicher 2. Weil sie, das heißt die Menschheit, Mann, ja, Mann, ohne Frau vielleicht, oder wie, mit Frau, alle, ja, Mann, Männer und Frauen, die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen haben. Das heißt, wenn die Menschen allgemein die Liebe zu der Wahrheit oder die Liebe der Wahrheit, dass sie gerettet würden, nicht angenommen haben, deshalb sind ihnen Gott in der wirksamen Kraft des Irrwahns, dass sie die Lüge glauben. Also, weil allgemein die Menschheit immer gottloser wird, muss sie das Angebot des Evangeliums nicht annehmen. Deswegen sendet Gott. Es ist, wie Paulus an anderer Stelle sagt, zum Beispiel Römer 1, 25, da heißt es, die Menschen verwandelten die Wahrheit Gottes in die Lüge. Und das ist auch diese Verwandlung. Sie verwandelten selbst. Das heißt, Gott sandte nicht als erst die Lüge, denn die Menschen taten es und brachten dem Geschöpf Verehrung und Dienst darstellt. Der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Und dann, deswegen hat Gott sie dahin gegeben. Deswegen. Weil die Menschen eine Verwandlung machten und meinten,
das, was Wahrheit ist, Lüge ist. Und das, was Lüge ist, Wahrheit ist. Und das ist bei den Menschen angefangen. Und dann gibt Gott sie dahin. Dann gibt er eine wirksame Kraft und sagt, hier hast du es. Warum? Gott ist doch Liebe. Und wir wissen, dass wenn wir uns wirklich hingeben, diesen Dingen gegenüber, wirklich in dem hineingehen, es so sein kann, wie in der Geschichte des verlorenen Sohns, der das Vermögen von Gott haben wollte, es für sich selbst verbrachte und dann bei den Schweinen kam. Ich sage immer, dass es so wichtig ist, dass wir erkennen, dass wenn Menschen wirklich dahingegeben sind, dass Gottes Anliegen ist, dass sie dahingegeben ist, nicht ist. Gott will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber dazu müssen sie, wenn sie so weit weg sind von Gott, vielleicht erstmal bei den Schweinen ankommen. Weswegen sendet denn Gott weiterhin diese wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, Vers 12, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also diese wirksame Kraft, diesen Geist, der Menschen an eine Lüge glauben lässt. Ja, es geht hier um eine Kraft, aber diese Kraft kann nicht neutral sein, weil eine neutrale Kraft kann Menschen nicht an eine Lüge glauben lassen. Das muss also ein Geist sein, muss also den Geist Satans, den Geist des Antichrist sein. Nun, dieser Geist kommt und wird uns allen gesendet von Gott, damit gerichtet werden. Das heißt, das ist Teil des Gerichtes. Das heißt, das, was hier geschieht, dass immer mehr Menschen, so gut wie alle Menschen, glauben an diesen Lügen, die jetzt hier abgespielt werden, ist im Sinne des Gerichtes Gottes. Und Menschen gehen darin mit, weil sie Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit dieser Lüge. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir prüfen. So haben wir es in unserem Hauskreis auch besprochen. Wenn wir auch auf dies und jenes uns einlassen, was Impfungen geht oder Nicht-Impfung, dass wir wirklich angehend prüfen, und ich habe auch versucht, anderen deutlich zu machen, was auch immer hier geschieht, es kommt aus einem lügenhaften System. Bitte, pass auf, findet nicht Wohlgefallen daran. Sei sehr vorsichtig und wisst, was ihr macht, wenn ihr euch einschert. Nun, das ist eben die Situation, die jetzt höchstwahrscheinlich, oder so meine ich, dass, und da haben wir angefangen, die Situation in Offenbarung 13 und 14 vorschattet. Da finden wir Offenbarung 13, Vers 16, und es bringt alle dahin, dass man ihnen ein Mal zeigt, das Tier, an ihre rechte Hand oder an ihre rechte Stirn, in der Stirn gibt, also mit der Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und ein Engel sprach, Vers 9, Offenbarung 14, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt, an seine Stirn oder an seine Hand, also die beiden Dinge, anbetet und annimmt. Denken wir, anbetet und annimmt. So wird auch ihr trinken vom Wein des Grimmes Gottes. Der Rauch der Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt, immer die beiden, anbeten, das heißt Wohlgefallen finden an, anbeten und annehmen, beides. Kennen wir die beiden an. Hier aber ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Gebote Gottes, Altes Testament, Grundlage, den Glauben an Jesus, Neues Testament, das heißt die ganze Offenbarung Gottes bewahren. Und so können wir hoffen,
auf das, was Paulus dann 2. Thessalonicher 2, Vers 8 sagt, dass die Gesetzlos offenbart werden muss. Und ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes, wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn Jesus kommt. Das heißt, wir haben unseren Blick auf ihn auszurichten. Wir sehen die Anzeichen des kommenden Antichrist. Doch wir Christen stehen im Glauben und halten die Ordnung und nicht die neue Weltordnung, die die Welt programmiert, mit all ihrem Unfug. Aber die Ordnung Gottes, die Gebote Gottes, halten die fest, den Glauben an Jesus und haben unseren Blick über das Kommen des Antichrist hinweg auf ihn gerichtet. Dann kommt ihre Macht und Herrlichkeit, um Ordnung Gottes wieder einzusetzen. Wir erwarten ihn. Wir schauen auf ihn. Nur Mut über dem, was jetzt auch dabei ist zu geschehen, immer wieder den Blick zu erheben, darüber hinaus. Amen.